is a journey. Heute kümmern wir uns um eine alte Pfuscherei von mir und die ist direkt hier. Die Wand der Hüte. Die Pfuscherei damals bestand darin, dass ich einfach ein paar Nägel genommen habe und sie in diese, wie sich dann herausstellt, doch sehr harte Wand geschlagen habe. Und wie man unschwer erkennen kann, erfüllen sie nicht wirklich ihren Zweck. Deshalb werden wir diese Nägel gegen ein paar anständige Schraubhaken ersetzen. Sollte jetzt die Frage aufkommen, was machen die Hüte eigentlich an der Wand und warum besitze ich überhaupt so viele Hüte? Ich werde gleich versuchen, das zu erklären, aber zuerst lasst mich euch erzählen, was wir heute sonst noch so brauchen. Da ich die Anzahl der Hüte gerne ein wenig reduzieren würde, muss ich natürlich neu ausmessen, um dann die neuen Positionierungen und die Anordnung festlegen zu können. Dafür brauche ich die Wasserwaage, ein Maßband, Zollstock und einen Bleistift. Dann brauchen wir Bohrer und Schlagbohrmaschine, Dübel und einen Hammer, um die Dübel einzuschlagen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Spachtel, um die Löcher zu füllen, die die Nägel hinterlassen. Das gibt es so in Pulverform zum Selbstanmischen mit bisschen Wasser oder als Fertigspachtel in der Tube. Dann werde ich die Wand natürlich streichen, damit das Ganze dann auch hübsch aussieht. Also brauchen wir Farbroller, Pinsel und so weiter. Und natürlich ja, das war's dann eigentlich. Jetzt muss ich zuerst ein bisschen freiräumen, damit wir dann loslegen können. Okay, die Hutsammlung hatte ihre Anfänge so in den späten 90er, frühen 2000er Jahren. Jedenfalls zu der Zeit, als Justin Timberlake sich vom Boygroup Mickey Mouse Club Milchgesicht zum extrem lässigen, überraschend witzigen Mega-Superstar entwickelte und ganz nebenbei, das war wenigstens mein Eindruck, eigenhändig Hüte nicht nur wieder en vogue, sondern obendrein auch noch cool gemacht hat. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich mich von dieser neuen Fashionwelle voll mitnehmen lassen. Aber im Laufe der Jahre ist die Sammlung natürlich immer größer geworden und irgendwann hatte ich dann stapelweise Hüte, die irgendwo auf meinen Schränken saßen und Staubfänger spielten. Bis zu dem Tag, an dem ich mal wieder vor dieser nackten weißen Wand stand und plötzlich auf die Idee kam, das hier, was immer man das nennen möchte, zu machen. Ja, dann hole ich sie jetzt mal runter. Ah, das ist der Oktoberfesthut. Eins, zwei, drei, super! I'm singing in the rain.
Philipp, hallo. Boah. Was wird denn das, wenn es fertig ist, du Zipfelklatscher, du? Beweg deinen Arsch. Wir haben was zu tun. Du. Gut, dann zeichnen wir uns mal einen Plan für die neue Anordnung. Dann haben wir Papier und Bleistift, Kaffee steht auf dem Herd, dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie ausgerechnet bekommen. So, unten war es 3,28 Meter hoch. Okay. Ha, jetzt wird es kompliziert. Also, wir wollten auf 7 Hüte quer rüber, wollte ich es reduzieren. Genau. 7 Hüte. Wenn wir 30 auf beiden Seiten nehmen und dann 6, mal 50 sind 3, 28 mit 30, dann kommen wir nicht. 40, dann sind wir 29, oder? Das wäre schon 8, das ist ja 45, 5 mal 45, 2, 25, 20. 70. 2,70. Bei 45. Oh, jetzt kommt der Kaffee. 2,70 plus die 2 mal 29. 50, da wären wir genau bei 3,28 Meter. Au, jetzt bin ich den Kaffee runterholen. Ja. Wir machen das schnell aus, stellen das weg. Und solange wir es einigermaßen im Kopf haben, das ist dann hier 45. Wir hoffen, das passt. Jetzt trinken Kaffee und dann legen wir los. Dann schnappen wir uns mal den Werkzeuggürtel und dann markieren wir die neuen Positionen an der Wand. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, die Schlagbohrmaschine zu greifen und ein paar Löcher zu bohren, aber es ist leider schon ein bisschen spät geworden und ich habe das Gefühl, meine Nachbarn wären nicht besonders begeistert, wenn ich um diese Uhrzeit so viele Löcher bohre. Deswegen verschieben wir das einfach auf morgen. Bis dahin. Dirty, dirty boy.